gefunden, wo die Fülle der Dinge doch Platz gefunden hat. Es war also nicht so leicht, weil es natürlich eben sowohl unglaublich viel Bildmaterial gab und entscheidend ist natürlich bei dem Projekt ja wirklich das gesprochene Wort, die Zitate und da eben eine Auswahl zu treffen und doch wiederum immer wieder noch zu sagen, reduzieren und doch aber auch zu sehen, dass sie irgendwie visuell rüberkommen und sich hervorheben oder lesbar sind. Und ja, ich habe es versucht, ich hoffe, es ist gelungen, es sind interessante Tafeln entstanden. Und ja, es sind auch Tafeln, und es war ja auch wichtig, die natürlich wandern können, denn die Ausstellung soll ja auch noch woanders gezeigt werden. Daher ist es jetzt auch eine relativ klare Form geworden. Ja, es war eine interessante Zeit, es war manchmal nicht leicht, weil es eben natürlich viele Studenten sind und alle sitzen an anderen Orten und miteinander zu kommunizieren und alles zusammenzutragen. Aber es ist geschafft und die Mühen sind jetzt ja schon wieder vergessen. Und ja, freue mich, dass es fertig ist. Ja. Ja, ja. Achso, ja. Sagen Sie bitte, im Mittelpunkt dieser Ausstellung stehen offenbar die humanen Empfindungen der Menschen. Das historische Grundkonzept, so hätte ich das eigentlich gesehen, hätte eigentlich erstmal als Ausgangsbasis dargestellt werden müssen. Das haben Sie nicht so gesehen und offenbar nicht so gemacht. Ist das richtig? In der Ausstellung nicht. Also wir haben natürlich im Rahmen des Seminars war die Basis unserer Arbeit war, dass wir uns im ersten Workshop mit dem historischen Rahmen beschäftigt haben und das einfach für uns nur als Grundlage brauchten. Wir brauchten diese historischen Informationen und davon ausgehend waren für uns dann aber einfach die Geschichten, die Menschen dazu erzählen. Alles klar. Genau, und in der Publikation sind halt eben diese historischen Texte eben auch drin. Ja, wir hatten aber bei der Ausstellung eben einen begrenzten Raum einfach und uns war wichtiger, diese Zitate eben alle mit unterzubringen. Also es sind 38 Interviews gewesen und wir wollen halt eben einen kleinen Überblick geben, was für uns da besonders wichtig war und spannend da zu zeigen. Ja. Ja, in welcher Zeit soll die Ausstellung dann an diesen anderen Orten auch gezeigt werden? Ja. Ja, also die geht jetzt erst natürlich auch erstmal nach Pyjane und auf die Kreisstadt Witnica, also in Polen. Aber die geht dann Mitte April nach Gorzów in die Wojewodschaftsbibliothek. Wir wollen sie, das ist jetzt noch nicht geklärt, in Berlin wahrscheinlich in der Vereinigung, ja, die Mark Brandenburg, mit der wollen wir einen Raum finden, um sie zu zeigen. Und die geht auch nach Prag, wahrscheinlich im September erstmal. Da sind schon auch Mittel beantragt worden. Im Goethe-Institut wollen unsere tschechischen Partner einen Raum finden und auch Geld dafür finden, damit sie sie auch in Prag stellen können. Also das ist so geplant, dass sie natürlich auch weiter wandert. Und für diese Konzeption ist es kein Problem, sie dann zu transportieren.